I'm singing in the rain. Nee, kannst aufhören. Für die goldene reicht eh nicht. Von mir kriegst du die silberne. Was? Weißt du was? Ich habe mir meine eigenen goldenen Schallplatten gemacht. Ach so, wenn es nicht reicht. Brauche ja. Deine nicht. Dann selber machen. Hallo und moin, da sind wir wieder, die Susanne. Und die Jutta von Wohnalarm. Heute gibt's einen Schallplatten-DIY. Genau. Wir zeigen euch heute, wie man alte Schallplatten aus dem Keller oder vom Speicher gekonnt in Szene setzt. Ist dir warm? Du frierst doch sonst immer. Ich friere sonst immer, aber ich wollte mal zeigen, was wir heute brauchen. Wir brauchen alte Schallplatten, übrigens für die Jüngeren unter euch. Das sind Single. Und das sind LPs. Und da konnte man früher, da ist Musik drauf. Nicht so geht das nicht, da braucht man ein Plattenspiel dafür. Okay. Ja. Und wir brauchen einfache Bilderrahmen. Silber und Goldspray. Für den goldenen und silbernen Schallplatteneffekt müssen wir die Schallplatten ja silber oder gold machen, ne? Dafür gehen wir jetzt nach draußen, weil in meinem Lager wird nicht rumgesprüht. Nee, Susanne hat sich da ein bisschen, die hat Angst um ihre Möbel. Wir nehmen natürlich nicht nur deswegen, sondern auch wegen der Gesundheitsgefahr, müssen wir ja immer wieder darauf hinweisen, liebe Kinder, nicht nachmachen, gehen wir nach draußen und wir bauen uns dann aus dem Karton so ein bisschen so einen Sprühschutz, damit wir auch die Autos der Nachbarn nicht mit voll sprühen und legen die Schallplatten dann da rein. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Spitzenidee, ne? Spitze. Die Platten haben ihren Lack abgekriegt. Silber und Gold ist gut und geworden. Glänzen. Ja, und schön glänzen. Geworden, ja. Ja. Und jetzt haben wir uns überlegt, sieht ein bisschen langweilig aus, jetzt nur so die Platten. Und wir haben gedacht, womit können wir die verzieren? Ihr könnt natürlich irgendwelche Bilder jetzt von euch oder euren Lieben da reinkleben. Genau, als Fotorahmen, ne? Aber wir haben gedacht, wir machen nämlich kleine Aufkleber oder haben das ausgeschnitten mit Musiktiteln. Genau, weil eine Schallplatte und Musik, das gehört ja irgendwie zusammen, ne? Mhm. Und deswegen... Singing in the Rain. Und was habe ich? Music was my first love. Also, wir haben euch das als PDF unten verlinkt. Das könnt ihr euch gerne ausdrucken und ausschneiden und selber draufkleben. Ja. Und wir machen das jetzt mal. Wir kleben jetzt mal. So, die Aufkleber sind drauf. Sieht sensationell aus. Finde ich auch. Du hast ja schon angefangen auszurichten. Richtig, ich habe das genau ausgemessen. So die Mitte... Und damit das auch wirklich schön gleichmäßig hinterher ist. Und dann habe ich mir das mit einem ganz feinen Strich angezeichnet, den man auch wieder wegradieren kann. Und jetzt bauen wir den Bilderrahmen mal zusammen und zeigen euch, wie es aussieht. Fertig, sagt man hier im Ruhrpott. Oh. Oder wie wir in Hamburg sagen, mit Gold- und Silberspray bekommen eure alten Schätzchen einen glänzenden Auftritt. Nobel, nobel. Nobel, in Hamburg ist man nobel, genau. Ja, also echt einfach selber zu machen. Ja, und super günstig. Ja. Und ich freue mich schon, dass ich diese wunderschönen Bilder jetzt bei mir zu Hause dekorieren darf. Ja, wieso bei dir? Nicht? Bei mir. Wir diskutieren das noch und bis dahin freut euch auf unser nächstes Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao. Und für so viele Platten gibt es bestimmt 3 Daumen hoch, oder? Tschüss.